Halle in Schwarz bemüht darum, das Spiel in den Griff zu bekommen. Sandhausen und Markus Pink halten hart dagegen. Gleich in der Anfangsphase gelb für den Neuzugang vom chinesischen Meister aus Shanghai, der einst auch für Sturm Graz in der Champions League Quali aktiv war. Halle mit Geiret. Sandhausen immer mit zwei Mann am Angreifer. Hier setzt sich Geiret geschickt durch. Bonga aus der zweiten Reihe. Und besser Halimi. Halle zunächst mit der besseren Spielanlage und einfach auch mit mehr Zug zum Tor. Der SVS kommt gar nicht ins Spiel. Vielleicht ja jetzt mal. Chance zum Konter. Lukas Sander will es schnell machen. Aber was macht er denn da? Slapstick oder Platzfehler? Ich bin mir nicht ganz sicher. Halle mal mit einer Ecke. Dennis und der Ball senkt sich ins lange Eck, aber Ben Baller gerade noch zur Stelle. Halles Ristic durchaus zufrieden mit der ersten halben Stunde, aber er will mehr. Sein Gegenüber Jens Keller sieht es noch entspannt, er kennt seine Truppe. Einwurf, Stolze. Halles Vollert verlängert. Weig auf Greil, 1-0. Aus dem Nichts die Führung für Sandhausen. Nach 31 Minuten trifft der Neuzugang von Rapid Wien. Effektiv, effektiver SV Sandhausen. Nach ganz schwachen 30 Minuten der Treffer für den SVS und Halle mit Auswärtsgegentor Nummer 28. So viel hat keiner gekriegt. Und auf einmal ist das ein ganz anderes Fußballspiel im Hartwaldstadion. Greil auf Stolze, Sebastian Stolze und Außennetz. Die Kurpfälzer, sie wollen jetzt ganz schnell nachlegen. Von Halle nichts mehr zu sehen. Es spielt nur noch der SVS. Mühling auf Greil, der Österreicher mit Übersicht und Ben Baller. Ein Torjäger ist er nicht. Aber die Sandhäuser mit dem Gespür, hier vielleicht die Möglichkeit zu haben, dem Gegner den K.O. zu setzen. Allen voran, die beiden Österreicher wollen das zweite Tor. Patrick Greil sucht Markus Pink. Ein ganz knappes Ding. Die Chance für Sandhausen nun im Minutentakt. Pink hier einen halben Meter im Abseits. Der Treffer hätte trotzdem gezählt. Die Schiedsrichter hatten es nicht gesehen. Und den Kölner Keller gibt es in Liga 3 ja nicht. Wieder eine Ecke und wieder Jonas Weig. Und er bekommt eine zweite Chance. Die Flanke, sie kommt besser auf Stolze, verlängert, Greil, Pfosten. Eine halbe Stunde verschlafen und dann Sandhäuser, Vollgasfußball. Die Führung rückwirkend verdient. Jens Keller muss da mal kurz raus aus der Sitzhaltung. Doch die letzte Chance in der ersten Hälfte, die gehört den Gästen aus Halle. Tarsis Bonga, der Mann aus Neuwied in Rheinland-Pfalz, kam vom TSV 1860 München neu nach Halle. Der Abschluss zu harmlos vom Bruder des Basketball-Weltmeisters Isaac Bonga. Jens Keller zur Pause deutlich entspannter und auch der gelb gesperrte Kapitän der Sandhäuser, Dennis Diekmeyer, zufrieden mit seiner Mannschaft bis dahin. Die zweite Hälfte zunächst mit unverändertem Bild. Sandhausen hat alles im Griff und die Gäste aus Halle machen es sich selber schwer. Rückpass und Lofolomo, der stolpert da, unglaublich. Markus Pink, Pink, ich sehe rot, wie kann man den denn vergeben? Frank Mill, Gedächtnischance, die Eltern erinnern sich. Sandhausen schafft es einfach nicht, den Deckel drauf zu machen. Vielleicht ja mal mit einem Freistoß. Burcu. Knappes Ding. Burcu, es bleibt beim 1-0 und es könnte doch eigentlich 2-3 oder 4-0 stehen. Von Halle nichts zu sehen in der zweiten Hälfte. Bis zur 90. Minute und diese Szene und der Zweikampf zwischen Erich Berko und Max Geschwill. Berko zieht die Schuhe aus. Wird getroffen in der Hacke. Elfmeter für Halle in der Nachspielzeit. Und das zu Recht. Jonas Niedfeld gegen Nikolai Rehnen. 1-1. Halle schafft den Ausgleich. Ein völlig verrücktes Ende mit einem glücklichen Punktgewinn für Halle in Sandhausen. Halle aus dem Häuschen,
Ein Dämpfer für Sandhausen. Wieder nur einen Punkt geholt, wie schon gegen 1860. Und zwei weitere verschenkt. Das 1:1, der eine Punkt, hilft dem SVS im Aufstiegsrennen nicht wirklich weiter. So dürfte das Thema Chancenverwertung im Trainingsplan des SV Sandhausen auch in der nächsten Woche weiter ganz oben stehen.